Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute habe ich Besuch und eine Person am Tisch ist bei mir vegetarisch. Die essen kein Fleisch. Und deswegen habe ich gedacht, für den mache ich diese Rollchen, Kalanoli-Rollchen mit Spinat und Ricotta. Und das geht wirklich sehr schnell und schmeckt sehr lecker. Und wenn ihr Interesse natürlich habt, wie ich es zubereite, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Zuerst bereite ich Spinatfüllung. Wenn ihr das frische habt, ist es natürlich viel schöner. Leider habe ich nie irgendwo frische Spinat bekommen, habe ich dann gefrorene genommen. Habe ich ihn aufgetaut und werde etwas ausdrücken. Aber dass er schmackhafter wird, werde ich erstmal ein Zwiebel klein schneiden und anbraten. Und dazu gebe ich auch gleich Spinat. Dann bekommt er leckeren Geschmack von leicht angebratenen Zwiebeln. Kann man auch noch ein bisschen Knoblauch dazu geben. Da nehme ich meine Knoblauchpaste. Und das wird dann richtig schön würzig mit Tomatensauce und mit Käse überbacken. Es ist wirklich ein sehr leckeres Gericht. Ich werde anbraten mit dem Butterschmalz. Geben nur so ein bisschen, dass man so Geschmack bekommt. Kann man auch einfach Öl nehmen. Geht auch. Brauchen wir auch nicht viel. Und gehen an Herd und erstmal braten wir Zwiebel, Knoblauch und Spinat. Spinat schneide ich noch etwas klein, dass wir dann besser können wir in die Rohrchen füllen. So können wir schon den Zwiebel reingeben. Es muss auch nicht knusprig gebraten werden, nur dass Zwiebel etwas weicher wird, so gläseriger, das wird auch schon reichen. Dazu gebe ich noch ein Stückchen von meiner Knoblauchpaste, Rest aus dem Glas. Oder macht man zwei, drei kleine Knoblauchzereien. Bis das Zwiebel wird angebraten, werde ich Spinat etwas kleiner schneiden. So, kurz schwenken lassen und geben wir schon klein geschnittenen Spinat. Wenn ihr frische Spinat nehmt, dann blanchiert ihn ganz kurz. 3 Minuten in heißem Wasser reicht das schon. So, auch kurz aufwärmen, müssen wir nicht lange wirklich hier im Kochen, noch kurz mit dem Zwiebel, können wir auch gleich anwürzen mit Pfeffer, Salz und Muskat. So, wir können ganz bisschen Wasser von dem Spinat reingeben, dass es nicht zu trocken wird und kann man dann besser auch füllen in die Rohrchen. So, halbe Minute aufhitzen und von dem Herd wegnehmen und ein bisschen abkühlen lassen. Bis unser Spinat abkühlt, werden wir schon Tomatensauce machen. Und Tomatensauce können wir auch kalt machen. Kann man aufkochen, aber kann man auch einfach kalt anrühren. Für Tomatensauce kann man auch passierte Tomaten nehmen. Ich nehme meine Pizzasauce, nehme ein kleines Gläschen. Wir müssen auch Platz für unsere neue Ernte machen. Deswegen schön, wenn es wird in unserer Gläschen verarbeitet. Dazu gebe ich 2 Esslöffel Creme Fraiche. Es kann man komplett ohne Creme Fraiche machen, nur Tomatensauce. Aber ich mag, wenn es ein bisschen was Sahniges drin ist. Verrühren wir es mal gut. Und dazu gebe ich noch eine Dose gestückelte Tomate. Und dann abschmecken und fertig unsere Tomatensauce. Kann man getrocknete Kräuter dazu geben. Ich nehme dazu einfach italienische Kräuter, schmeckt immer gut. Nicht zu viel dazu geben, dann geht es. Auch ein bisschen Pfeffer, Cayenne-Pfeffer und ein bisschen Chili. Das habe ich so im Mix. Probieren nach Salz und unsere Soße ist fertig. Ja, etwas Salz fehlt und dann ist perfekt.
So, jetzt machen wir noch unsere Füllung fertig. Oder wir nehmen Schüssel oder wir werden gleich hier in die Pfanne es zubereiten. Es wird schon der Platz reichen. Ich habe jetzt Ricotta-Käse genommen. Das passt dazu am besten. Gut verrühren. So, es soll etwas so geschmeidige Masse sein, dass wir es besser können in die Röhrchen füllen, dass es nicht zu fest ist. Sieht gut aus, könnt ihr mal probieren nach Geschmack und wenn was, kann man auch anwürzen. Probiere auch. Salz fehlt. Aber Salz, wie immer, lieber am Schluss machen, das nicht versalzen. So, fertig. Jetzt können wir unsere Röhrchen füllen. Für die Fülle nehme ich diese Bäckerbeutel, wo wir für die Creme benutzen. Fülle ich es auf. So, und werden wir jetzt füllen. Und gleich in die Form reinlegen. Und so geht es los. Besser zu zweites machen. Einer hält es fest und der andere drückt. Dafür hole ich jetzt meinen Mann dazu. Aber mit Beutel geht es wirklich viel schneller, als wenn wir mit den Löffelchen es machen. Nur alleine wirklich ist es unbequem. So, und dann fülle ich die erstmal alle auf. So, den Backofen habe ich schon angemacht auf 180 Grad Umluft. Und jetzt können wir unsere Tomatensauce drüber machen. Und stellen wir unseren Auflauf in den Backofen für 20 Minuten. Nach 20 Minuten werden wir mit Käse bestreuen und noch 10 Minuten. Und da ist schon fertig. So, meine Lieben, nach 30 Minuten sieht unser Gericht so aus. Also pluppert, schön duftet nach Tomatensauce. Richtig herrlich. Und jetzt nehmen wir ein Stückchen raus. Man muss sich finden, wo welche was wie liegen. Hier nehmen wir gleich die Zweier. Herrlich. Schaut. So lecker. Schöne Füllung sieht hier raus. Brauchen wir nur jetzt an den Tisch gehen und genießen. So, liebe Freunde, mein Besuch ist schon da und ich muss mich beeilen und alles schön heiß an den Tisch stellen. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachkochen, einen guten Appetit. Und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.